Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Tja, die neue Woche hat uns wieder... Naja, es ist Montag. So, ich möchte heute gerne mit euch die Türen, habe ich als Kommentare bekommen. Ich will es ändern. Ja, gut, aber nicht beide, nö, sondern die möchte ich gerne lassen. So. Schöner Kompromiss, das heißt, wir machen mal hier, bist du dir sicher? Ja. Die schöne Tür. Achso. Ja, so offenbar ist Türrahmen. Nein, kommt gar nicht in Frage. So, Glastür. Ja, so hätte ich es gern. Türschnalle hier, super. So, wir brauchen 4 Glas, 6 Schrauben, 2 Stahl. Ui, Stahl. Ui. Ja, schauen wir mal. So. 2 Stahl. Gut geht. 4 Glas. Das geht auch. Waren es 4 Glas oder 6 Glas? Oh mein Gott. Wir machen es einfach so. Dann kann nichts schief gehen. So, dann nehmen wir hier noch ein paar Schräubchen mit. So, wunderbar. Und vom Balkon sprungen. Gesprungen wie nur was. So. Na, besser. Oder Zufriedenheit hergestellt. Ja, ich finde das ganz gut. So, hier kommt dann auch noch Balkon. Hier kommt noch Gelände. So, das machen wir gleich mal hier. Ja, da haben wir schon einmal überlegt. Hier würde es gehen. Und ich möchte das auch tun. So, und hier ein Geländer. Da könnte man noch eins weiter, will ich aber nicht, sonst haben wir da eine Verbindung nach hinten und die will ich schon gar nicht. Gar nicht. So, wir machen den. Zumindest mal anzeichnen. Hier. So, und da gehört sowieso jetzt noch so mit Holz. So, ein paar Mal noch laufen, dann haben wir das erledigt. Das ist zumindest der Küchen. Ja, und da hinten wachsen dann Küchenkräuter. So die Vorstellung. Ja. So viel Holz und alles weg. Gleich wieder weg. So. So, Geländer hier erledigt. So, und da eine Überlegung, ob man da so ein Dings drauf tut. Oder ob wir das mit Säulen bauen. Und ich wäre eigentlich ein Fan von diesen Säulen. Dass wir die da so dran pappen. Ja. Und hier auch noch so das da. So drauf dann. Also so. Ja. So. Also noch einmal Stämme holen. Gut, dass wir da so viel Holz gelagert haben. Holz für den König. Ja. Und dann Geländer auch noch. Würde ich sagen, es soll ja hübsch werden. So. Genau, hier auch noch Geländer. Ich meine, hier können wir nicht mehr. Hier rüber, aber das wollte man nicht. Wir wollen keine Verbindung da nach drüben. Das wollen wir nicht. So, dann machen wir mal den. Und holen noch mehr Holz. Super. Und oben drüber so ein Dächlein.
Ja, da kann man an lauen Sommerabenden dann wunderbar draußen sitzen. So viel Brettchen, 10 Lehm, 3 Holzscheite. So, 3 gescheite Holzscheite sind gleich drin. So, 10 Lehm, das ist echt das kleinste Problem. Wir sind darüber gesprungen. Tja, hat funktioniert. So, wir nehmen das da. So, da baut man das wieder rein. Ja, das ist schon gut. So, und da hat dann noch Fischlampen. Wobei, wir müssen sowieso jede Menge Fischlampen. Ja, das ist okay so. Mit Möbeln da drunter. Das machen wir. Bam. Super. Und hier jetzt noch. Was kann man da schöne Möbel machen? Da ist die Frage, so einen Stuhl, aber das finde ich irgendwie, das würde ich irgendwie hübscher hier finden. So, wenn wir den so da platzieren, Richtung Haus, oder wir platzieren ihn hier. Eigentlich hat er mir aber Richtung Haus sehr gut gefallen vorher. Schaukelstuhl wäre natürlich hier ideal. So, was brauchen wir hier? Brettchen 4 Häute und 8 Nägel. 4 Häute, 8 Nägel. So, Leder. Mal nach unten. So. 4 haben wir gesagt. So, und Nägel. So, mal dann. Aber den Sessel nehme ich auch dort, was gut ist. Ja. Genau. Und dann abends ein wenig Licht dazu. Wunderbar, wunderbar. Ah, oh, schön. Schön. So, machen wir da so Außenfackel. Die haben es mir jetzt angetan. Die kommen daher. So, nämlich eins und na, zwei. Aber stehen da trotzdem eine her. Drei. Da hätte ich gerne eine. So hinter dem, aber machen wir das halt so. So. Da in die Ecke auch noch eine, oder? Ich glaube, das wäre gut. Möbel. Gartenfackelmäßig. Super. So, dann holen wir mal Eisenbröckchen. Und Fasern. Jetzt haben wir das schön, es ist schön gelungen. Dieses Rüberspringen, das funktioniert schon ausgezeichnet. So, Eisenbrötchen. Dazu sind wir hier. Vom Gewicht her. Ja, da gehen noch welche. So. Dann können wir da gleich ein paar Bodenfackeln aufstellen. So. Super. Da hinten auch noch. So, und da oben am Balkon würde ich auch gern welche aufstellen. Tür vor der Nase zugeschlagen. So. Genau. Eins, zwei, drei. Sind das, glaube ich, platzierbar? Möbel hier, da. Na. Dann haben wir mal den da. Und mal den da. Haben wir den überhaupt da? Nö, würde ich da in die Ecke, würde ich ihn gar nicht reinsetzen. Das passt schon so. So, super. Und wunderbar. Und dann haben wir den noch. Der letzte.
Super, finde ich gut. Finde ich gut. So, kleines Balkönchen. Da oben wäre wunderschön. Noch würden wir das können. Fischlichter. Aber ist schon okay. Da oben ist ja auch ein Fischlicht mit Öl. So, was wollte man noch? Wegen Essen. Immer wenn ich jetzt in der Küche stehe, muss ich an Essen denken. So. Haben wir da irgendwo... Keine Dosen. Keine Dosen. Keine Dosen. So. Dann die Eisenbrötchen noch. Die Brötchen. So, dann würde ich sagen, mal schön, schön, schön und rüberbringen. So war es gar nicht gedacht. Kiste fast voll. Yeah. So, dann haben wir da nochmal den Sand. Zement kommt raus. Sand. Zement kommt raus. So. Dann haben wir hier Lehm. 1, 2. Was denn? Was denn? Nein, nicht das hier. Lehm. Hier. Yeah. Und Lehm. Yeah. So. Overheating, okay. So, Jäckchen aus. So, Sand ist voll. So, Zement kann man da wieder rein tun. Das hier. So, und... Boah, ein Wolf! Ein Wolf! Wie cool. War schon lange nicht mehr gehabt. Was ist los? So, wo tue ich den Sand rein? Da in Lehm? Schauen wir mal, ob das da überhaupt alles Platz hat. Wenn nicht, schmelzen wir es ein. Warum schmelzen wir es ein? Wir brauchen sowieso noch mehr Glas. Also kann man das ruhig machen. So, jetzt holen wir uns den Wolf noch. Da werden wir uns jetzt einen Wolf... Was sagst du? Schon ist er geerntet, der gute Wolf. Ja. Uns aber ins Ärmchen gebissen. Kleiner Fiesling. Steine mitgenommen und gut ist es. So, Steinchen können wir schnell wegräumchen. Ach so, der ist abgestellt. Oh, da kann ich lang, da kann ich mich lang wundern. Sehr, sehr lang. So, Ring, nein, hier Leder und Knöchelchen. So, und die Pfetten. Was kostet... Oh, das Schweinchen. Platzierbar, Möbel, der Teppich. Hier. 4 Wolle. Da müssen wir noch ein wenig mehr Wolle sammeln. So, da war auch irgendwo ein Schwein. Oh, das sieht doch gut aus jetzt. Da ist der Schwein, das holen wir. Ich habe immer Angst, wenn so runterspringen, dass wir uns was brechen. Was? Oh, da. Das sieht gut aus mit dem Balkon jetzt. Das ist gut so. Gut so. Ah, sehr gut. Der stört mich ein wenig, der Balkon. Den hätte ich gerne auch noch fertig gebaut. So. Na gut, dann brauchen wir den gleich fertig. Heute ist Balkontag. Habe ich irgendwie vergessen. Heute ist ja Balkontag. So. Hier. Nee. Nee. Gut, dass wir so viel Holz zusammengesammelt haben.
das sieht schon gut aus. Da bin ich mir jetzt bei dem Balkon-Vorderteil gar nicht sicher, ob wir das überhaupt mit Beton auffüllen sollen unten. Ich glaube, den lassen wir mit Holz, oder? Das sieht, ich finde, das sieht gut aus mit Holz. Das Hütchen ist schon okay so. So, und wieder Hunger. Na klar. Naja. So, eines fehlt noch. Ein Holz. So, und was wir da oben dann auch natürlich noch machen, sind die Lichter. So, dazu würde ich aber sagen, der da. Stellen wir die Lichter da an die Wand oder an den Zaun? Das ist halt die Frage. Ich würde sagen, wir stellen es an den Zaun. Ja, falsche Taste. Aber sonst ist alles okay. So. Dann er hier, den stellen wir da genau daneben. Hier. So. Genau. Eins, zwei. Genau, da werden wir zwei einbauen. Zwei, dann brauchen wir zweimal. Eisenbrötchen, eins, zwei. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, Knochen und Leder hier. Dann haben wir da noch schön die Pfetten. Und Fasern nehmen wir mit. So, räumen wir eh gleich wieder weg. So, hier platzierbar, Möbel. So. Und da drüben noch einer. Ja. So, und ja. Endlich, endlich fertig. Super. So, dann aber die Glastür, wie es der Wunsch war. Oh, Waschbär, Waschbär. Ist auch schon wie cool. So, da haben wir noch ein bisschen Fleisch. Was auch immer das war, es ist verdorben. Das werden wir essen, das werden wir essen. Das werden wir trinken. Ah, die Melonen waren das, oder? Ja, ich glaube, die Melonen. So, sieht gut aus, die Werte. Sieht gut aus. So, Fleisch? Yeah. Eins, zwei und drei. So, das können wir da auch dazulegen. Da können wir nochmal eine essen. So, Wasserfläschchen auffüllen. So, und hier natürlich die Frage. Ich glaube, das ist ganz gut mit dem Holz. So, ist Balkon, drinnen Beton, draußen Holz. Ich finde es gut. Finde ich gut. So ein kleines Beistelltisch wäre ja jetzt schön. Weil das sind alles so Riesentische. Ja, da kann ich den da nehmen. Kann den da herstellen. Einfach so, dass er da steht. Oder hier zum Ablegen von Zeitungen. Das ist natürlich auch ideal. Oh, dann stehen wir da quer, wenn das geht. So ungefähr. Was brauchen wir dafür? Breiter. Acht Stück. Acht Breiter für diesen Minitisch. So. Und ein paar Nägel. So, 10 Nägel. Ich befürchte, heute ist Horde Nacht. Dabei kriegen wir natürlich auch hin. So, und Nägel. Dann würde ich gerne, so wie da oben, wie hier, Kobalt, würde ich gerne die anderen Ressourcen, die wir einfach zu viel haben, noch zum Einschmelzen, auch eigene Kistchen bauen. Und fertig. Ja, kann man so anbieten. Kann man so anbieten. Passt. Kann man das Handy ablegen. Steckdose verlegen wir später. So, das bedeutet, wir brauchen eine Kiste. Kiste, Kiste. Platzierbar. Lager, Kiste. Hier. So, dann werden wir da mal einräumen. Was räumen wir denn da ein? Das nehmen wir mal alles mit, das nehmen wir auch mal alles mit. So, wir haben ein bisschen Stahl. Wir haben ein wenig Alu. So, und jetzt haben wir noch Eisen.
Super. So, da kann man natürlich jetzt eigentlich alle wieder auffüllen. Hier aufgefüllt. Hier, alle wieder auffüllen. Hier aufgefüllt. Okay, Kobalt haben wir extrem viel. Ein Stückchen zu weit gelaufen. So, und die Kiste stellen wir mal da daneben, weil hier haben wir ganz viel Kupfer. So, warum auch immer zwei Eisen da auch dabei. So, das Kupfer werden wir natürlich einschmelzen, aber vorerst mal in die Kiste das ungeschmolzene Kupfer einlagern. So, die Kiste kommt rauf. So, die stellen wir mal daher. Na, so, da drin ist Kupfer, super, ja, ich möchte raus, super, danke. So, dann haben wir hier noch zwei Eisen, das könnte man eigentlich auch gleich anzünden hier. So, und heute ist Horde-Nacht, bedeutet nach der Horde-Nacht werden wir Richtung Höhle aufbrechen. Wunderbare Sache, oder? So, und da drin? Oh, da haben wir ja auch noch so viel drin. So. Uns gleich ein bisschen Stahl, also bereiten wir es zumindest vor. Wir brauchen natürlich das Blei auch unbedingt, auch für die Windräder noch die restlichen. So, aber im Moment Stahl, weil wir es können. So, ein Stündchen schlafen vor Horde. Also ich bin relativ sicher, es ist heute Horde. Wir lassen uns das gleich in der Tasche, aber das werfen wir dann da gleich ein. So, Stündchen hinlegen. Na, was sage ich? So. Das sieht doch sehr schön aus, oder? Super. Und wir werden das vorne mit Holz lassen. Den Unterbau. Was ich mir auch gedacht habe, wir stellen auch solche Bodenfackeln hier auf und beleuchten uns die Szenerie. Und beleuchten uns dann die Szenerie mit natürlichem Licht, mit so Fackeln, mit diesem Bodenfackeln. Ich glaube, das sieht super aus. Hallo. Boah. Fido. Wow! Das war ein Sprung. Das war ein Sprung. Meine Herren. Wahnsinn. Ich dachte mir, jetzt sind wir es dann. So, na dann. Schauen wir nochmal rauf. Würde mich interessieren. Ich glaube nämlich, das sieht echt, echt gut aus. Vorne da. Der Balkon vor der Küche. Ja, sieht gut aus. So, meine Lieben, das war's auch für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann.
Tschüss.